Hallo, wollte mich mal wieder melden. Hab jetzt hier das noch fertig gemacht, meine Flurretrobe. Da kommt dann noch so Retro-Radio hin. Alles Eigenbau. Ist alles bei eBay drin oder bei meiner Stadt.de. Alles verkauft. Hab alles. Geht noch ganz raus. Hier kommt dann noch Reifen, hier Regenschirm, Ständer, alles Eigenbau. Schuhteil für die Schuhe. Das wird mein nächstes Projekt. Computer, komplett durchsichtig. Baue ich alles neu ein, neue Hardware. Hier ist Telefon drin, hier ist Aquarium. Geht doch alles, Pumpe habe ich schon eingebaut. Funktioniert doch alles. Hier sind schon ein paar Teile. So, was habe ich noch neu gebaut? Zur Küche, alles neu, alles vom Sperrmüll. Möbel habe ich alle mit Möbelfolie dran gemacht. Alles neu gekauft. Hier das und das. Ja, sieht halt noch ein bisschen. Naja, Männerhaushalt halt. Neue Backröhre, Mikrowelle hinten alles. Alles so Regale eingebaut, Kühlschrank mit integriert. Ja. So, und das ist jetzt noch, was ich auch bei eBay eingestellt habe. Es ist jetzt schon vor 120 Euro weg, das geht aber noch 9 Tage. Ich will das bloß mal als Beweisvideo, dass so alles geht. Kann man dann so hochklappen. Und dann macht das, kann man das einstellen und dann macht das ganz langsam runter. Normalerweise kann man innen einstellen, dann geht es ganz langsam wie von Zauberhand. Die Palme gehört auch dazu. Ist schon bei 120 Euro jetzt. Also das ist weg, die Flagge gehört dazu. Ne? Dann gehört noch eine Lampe, ist noch ein Stab, Steiger gehört noch dazu mit Steuerrad, Bootssteuerrad. Aber wie gesagt, das ist schon weg, die Palme und das. Könnt ihr höchstens mitbieten, wenn ihr wollt. Ja, und dann habe ich erstmal keine Lust mehr. Der Ventilator ist dann mehr vom Sommer mit Licht. Aber hier sieht man auch seine Fahne wackeln hier. Die Flagge. Alles Handarbeit. So, das wird mein nächstes. Was ich vielleicht nochmal baue später, ein Piratenkinderbett. Stelle ich dann auch bei eBay ein. So, ich würde sagen, das war es eigentlich alles. Nächste Woche muss ich mich erstmal wieder um Arbeit kümmern, weil ich habe Hartz IV und muss mal wieder was machen jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.